Gute! In der heutigen Episode der kleinen Serie Die eigene Stimme als Text-to-Speech-Modell zeige ich euch drei Sachen. Zum einen werden wir mit Koki Text-to-Speech eine Konfiguration erstellen für das Modelltraining. Wir werden das Modelltraining durchführen und ich werde euch anhand von TensorBoard zeigen, wie ihr den Fortschritt eures Trainings im Blick behalten könnt. Bis gleich! Gute! Hacky Tacky Nerd Stuff. Open Voice Enthusiast. Open Voice Open Future. Bevor es an die eigentliche Konfiguration geht, eine ganz kurze theoretische Grundlage noch. Die meisten Stimmen, die heutzutage mit Machine Learning trainiert werden, bestehen aus zwei Komponenten. Das ist zum einen das klassische Text-to-Speech-Modell, dessen Aufgabe ist es, aus der Texteingabe, aus dem geschriebenen Text, sogenannte Merl-Spectrograms zu erzeugen. Was das ist, das würde den Rahmen von dem Video sprengen, könnt ihr euch aber mal gerne angucken. Und der zweite Teil ist der sogenannte Voice Encoder oder auch abgekürzt Vocoder. Dessen Aufgabe ist es, auf Basis der im ersten Schritt erzeugten Merl-Spectrograms die sogenannte hörbare Waveform-Audio zu erzeugen. Das heißt, Phase 2 benutzt gar nicht mehr den Text, den ihr reingibt, sondern basiert auf den im ersten Schritt erzeugten Merl-Spectrograms. Ein wichtiger Aspekt ist die Performance. Und zwar kann man vielleicht als Faustregel sagen, je besser die Qualität der synthetisierten Stimme, desto aufwendiger ist auch deren Erzeugung. Und damit auch desto länger dauert die Erzeugung. Und da gibt es einen Begriff, der ist relativ wichtig, der sogenannte RTF, der Real-Time Factor. Das ist einfach eine Zahl, die sagt, die Abhängigkeit der Aufwand der Erzeugung mit der Dauer des erzeugten Audios. Also als Beispiel, ich mache mal ein RTF von 1. RTF von 1 bedeutet, eine Sekunde gesprochenes Audio hat im Vorfeld eine Sekunde gedauert zu synthetisieren. Für ein Dialogsystem halte ich ein RTF deutlich über 1 für schwierig. Wenn ihr beispielsweise kein Dialogsystem habt, sondern wenige dynamische Texte habt, dann könnt ihr über Nachts zum Beispiel irgendwelche Texte vorbereiten. Da ist vielleicht ein RTF nicht ganz so hoch und nicht ganz so relevant. Ja, also das hängt immer, wie so oft, von einem Anwendungsfall ab. Aber genug der Theorie. Ich würde sagen, wir gehen an den Rechner und erstellen unsere Konfiguration, starten ein Training und werfen einen Blick ins TensorBoard. Wenn es jetzt um die Konfigurationsmöglichkeiten von einem Text-to-Speech-Modell geht, ich kann das Ganze nur an der Oberfläche andeuten, weil im Rahmen von so einem kurzen 10-Minuten-Video würde alles andere den Rahmen deutlich sprengen. Wenn euch das Thema interessiert, ich kann euch das empfehlen, kommt in die Koki Community rein, stellt eure Fragen, lest die Dokumentation und macht euch detaillierter mit der Materie vertraut. Deswegen jetzt hier nur ein grober Abriss über die vielen, vielen Möglichkeiten. Schaut am besten in das sogenannte Receipts Folder in diesem Text-to-Speech-Ordner, den wir geklont haben. Da findet ihr auch besagtes LJ Speech Dataset und darunter findet ihr eigentlich aus dem Bereich TTS-Modelle und Voice Encoder-Modelle eine breite Auswahl. Ich bevorzuge das Tacotron 2 DDC-Modell und finde hier jetzt ein sogenanntes Rezept, ein Receipt, wie man das ganze Training konfiguriert und starten kann. Das könnt ihr euch nehmen, einfach als Blaupause, das habe ich ja auch gemacht, und habe mir das Ganze in den Ordner Thorsten reinkopiert, habe die selbe Struktur genommen, Thorsten, Tacotron 2 DDC, und habe mir hier eine spezielle Version einfach reinkopiert. Ich gehe da in aller Kürze mal drüber. Wir haben zum einen die Struktur des Datasets, was wir auch schon mal hatten, dieses Pre-Processing. Da haben wir ja uns für die Struktur LJ Speech entschieden. Das Dataset teilt sich normalerweise auf in Train Datas und Validation Data. Das kann man als eine Datei machen. Ich habe es auch schon früher einfach aufgeteilt. Ich habe dann zum Beispiel 10% der Aufnahmen einfach in eine extra CSV mit der gleichen Struktur gemacht und habe die beispielsweise dann hier Metadata, Val oder Train genannt. Aber ihr könnt es auch alles zusammenlassen. Das ist der Pfad, wo liegt mein Dataset drin und die Sprache. Der Block Character Configs habe ich hier angepasst, gerade eben auch wegen deutschen Umlauten. Es gibt generell zwei Möglichkeiten zu trainieren. Das ist einmal Character-Based und Phoneme-Based.
Ich persönlich bevorzuge Phonem-based, weil es doch, weil nicht jede Buchstabenkombination immer gleich ausgesprochen wird. Also gleiche Buchstabenkombinationen können in unterschiedlichen Wörtern anders ausgesprochen werden. Und da ist die phonembasierte Konfiguration und das phonembasierte Training, finde ich, etwas natürlicher im Sprachfluss. Was ganz hilfreich ist, ich springe einmal kurz rüber. Es gibt nicht im Receipts-Folder, sondern im TTS-Bin-Verzeichnis so ein paar Hilfsskripte. Ich nenne mal die wichtigsten, die ich verwende. Das ist zum Beispiel einmal Compute Statistics Python. Da werden ein paar Statistiken berechnet. Die kann man auch als sogenannter Stats-Parse in die Konfiguration hier überführen. Weitere hilfreiche Skripte finde ich Find Unique Characters und Find Unique Phonemes. Das sind im Prinzip die Informationen, die zum Beispiel ausspucken, welche eindeutigen Zeichen, Characters sind denn in dem Dataset drin anhand der Metadata-Datei? Oder welche eindeutigen Phonemes sind denn im Dataset drin? Also diese Skripte, Compute Statistics und Find Unique Characters und Phonemes, könnt ihr euch mal anschauen und dann entsprechend den Output sozusagen hier in die Konfiguration übernehmen. Dann hier ein paar Sachen. Das Dataset von mir ist im 22 Kilohertz Sample Rate aufgenommen. Wenn ihr nicht mit Mimic Recording Studio aufgenommen habt oder noch Pausen am Anfang und Ende eurer Aufnahmen habt, könnt ihr hier mit Do Silence Trimming True da ein bisschen was gegensteuern. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch die Parameter an, die sind gut dokumentiert. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ihr könnt eurem Run einen Namen geben. Das habe ich hier gemacht mit meinem Dezember 2021 Dataset mit 22 kHz Sample Rate, eine Description. Alle, wie viel Training Steps sozusagen ein Checkpoint geschrieben werden soll, den brauchen wir später, um daraus den Text zu synthetisieren. Eine Batch Size, die abhängig ist von der Grafikleistung, die ihr habt vom Grafikspeicher. Hier der Punkt, den ich wichtig finde: Text Cleaner ist Phoneme Cleaners. Use Phonemes True. Ich hatte es gesagt, wenn ihr zeichenbasiert trainieren wollt, also ohne Phoneme, dann könnt ihr das auch auf False setzen. Wir haben hier einen Ordner, wo er Phonem-Caches ablegt. Dann spannend ist noch der Punkt, wir können hier eine Reihe von Testsätzen definieren. Habe ich hier jetzt mal für mich gemacht. Diese Testsätze werden vom Trainingsprozess alle x Schritte sozusagen synthetisiert und könnt ihr euch anhören. Dann kriegt ihr im Prinzip nicht nur über die Graphen angezeigt im Tensorboard später, sondern ihr seht auch tatsächlich, oder nicht ihr seht, ihr könnt euch wirklich Aufnahmen anhören und hört hoffentlich auch entsprechende Fortschritte. Ja, das erstmal so ganz grob, dieses Thorsten Takotron 2 DDC Python Receipt, abgeleitet von der LJ Speech Variante. Hier in meiner Python virtuellen Umgebung. Starte jetzt gleich mal dieses Python-Skript, was wir angelegt haben, auf Basis vom LJ Speech Script. Dann werden wir hier sehen, es wird zum einen eine Config.json-Datei geschrieben. Die ist hilfreich, um sie auch als Eingabeparameter für diese Hilfsskripte, die ich euch gesagt hatte, zu verwenden. Zum anderen sieht man da in einer Datei wirklich die komplette Konfiguration, bestehend aus allen Parametern, die als Standard gesetzt sind, plus dem, was wir hier in unserer Python-Datei überschrieben haben. Und es entsteht in einem Unterordner, der den Namen des Modells trägt, also diesen Run-Name, kombiniert mit einem Timestamp. Und darin werden alle, in dem Fall 2000 Steps, diese Checkpoints geschrieben, die wiederum später die Ausgangslage sind, um unsere Stimme zu synthetisieren. So, ich starte das Ganze mal und dann sollten wir das hoffentlich auch sehen können. Genau, Start läuft, es wird eine Grafikkarte gefunden, der Ordner ist hier entstanden, Runname mit dem Timestamp, die Config.json-Datei. Ja, und das Training läuft und wird jetzt Tage, Stunden und Wochen dauern. Jetzt schauen wir mal das Tensorboard an. Nur falls ihr euch wundert, ich habe meine Umgebung gewechselt. Einfach nur ein Tensorboard anzugucken von einem Training, was seit einer Minute läuft, macht nur bedingt Sinn. Deswegen schauen wir uns mal ein Training an, was jetzt durchaus schon mehrere Tage bzw. sogar Wochen läuft. So, dazu gehe ich mal einfach in das Verzeichnis rein.
wo die ganzen Checkpoints liegen und führe aus ein TensorBoard minus minus log dir ist gleich Punkt, weil ich bin schon in dem Verzeichnis oder ihr gebt den Pfad entsprechend voll qualifiziert an. Und was ich mache, ist ein minus minus bind unterstrich all. Dann wird diese TensorBoard-Instanz auf alle IPs gebunden. Sonst könnt ihr nur per Localhost zugreifen und wenn ihr remote arbeitet, macht es dann keinen Sinn. So, dann schauen wir einmal in den Browser. Ich gehe auf die Maschine drauf und sehe hier im TensorBoard, also in dem Fall jetzt auf Port 6006, hier oben verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe Grafiken zu Skalarwerten. Um ehrlich zu sein, ich kann euch nicht alles erklären, was die Graphen bedeuten. Zum einen, weil die Zeit nicht reicht, aber um ehrlich zu sein, weil ich bei vielen Graphen selber nicht sicher bin, ob ich sie richtig verstehe. Aber was ich gut verstehe, ist, wenn Align-Fehler möglichst runtergehen, ja? Wobei man muss auch immer die Skala hier im Blick halten, also in welchen Bereichen wir uns da bewegen. Also wir reden da nicht von 100 und 1000 und 1, sondern das sind sehr, sehr kleine Differenzen. Da kann man dann durchgucken. Hier gibt es auch entsprechende Align-Errors, wo man sieht, die gehen auch konstant hier runter. Das sind also solche Informationen. Also wenn Errors und Losses prinzipiell sich reduzieren, ist mein Verständnis, ist man schon mal auf gar keinem schlechten Weg. Unter Images, schauen wir mal rein, gibt es Evil Figures, also Evaluation Figures. Wir hatten es ja eben mit der Konfiguration gesehen, wo man unterscheiden kann zwischen Metadata fürs Training und für die Evaluierung. Generell ist es gut, wenn ihr so eine Form von Alignment-Kurve habt, die wirklich diagonal von links unten nach rechts oben geht, habt ihr ein gutes Dataset, was ein gutes Alignment bietet. Gucken wir mal nicht nur bei den Evaluation, wir gucken auch mal bei den eigentlichen Test-Figures. Und dann sehen wir hier auch, das sind unsere Testsätze, die wir in der Konfiguration angegeben haben. Da sehen wir hier zum Beispiel von dem ersten Testsatz sozusagen das Alignment und die Merl-Spectrogram-Grafik. Das Ganze für den zweiten Testsatz, also bei 0 angefangen, dritten, vierten, fünften, sechsten Testsatz. Das heißt, man sieht, das Alignment ist nicht nur gut für die Datei, die wir sozusagen original auch aufgenommen haben als Evaluierung, sondern auch für frei definierte Sätze, die wir in der Konfiguration definiert haben. Hier kann man zum Beispiel auch ganz nett sehen, das ist einmal das sogenannte Ground Truth Spectrogramm. Das heißt, hier, das ist ja wirklich ein Satz, den ich persönlich gesprochen habe oder der als Aufnahme im Dataset ist. Das heißt, das ist also kein vom Modell generiertes Merl-Spectrogramm, das ist die Ground Truth, die Wahrheit, die Originalaufnahme. Und das ist die zugehörige Prediction, also die Prognose, die Vorhersage. So würde das Modell die Merl-Spectrograms erzeugen. Also man kann durchaus eine gewisse Ähnlichkeit schon mal erkennen. Aber wie gesagt, abseits von allen Graphen, die durchaus komplex zu verstehen sind, finde ich spannend diesen Audio-Tab. Hier kann man nämlich sehen, dass neben dem Evaluation-Audio sehe ich jetzt hier für jeden frei definierten Satz in unserer Konfigurationsdatei ein Beispiel. Und ich sehe zum Beispiel, dass dieses Modell momentan trainiert wurde bis 245.000 Schritte und das Training läuft noch. Ich kann ja einfach mal exemplarisch einen Satz raussuchen und kann uns den mal anhören. Es dauert lange, eine eigene Stimme zu entwickeln, aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich nie wieder still. Ja. Momentan wird nur das TTS-Modell trainiert mit Tegatron 2 DDC. Der standardbenutzte Vocoder ist Griffin Slim. Der ist performant, aber man hört es sehr roboterhaft in der Aussprache. Deswegen, ich höre beim TTS-Modelltraining mehr auf den Sprachfluss. Ja, und hier finde ich auch, das ist auch phonembasiertes Training. Das heißt, ich finde die Aussprache relativ gut, ich finde den Sprachfluss gut. Das heißt, das ist ja momentan noch die Erprobungsphase meines neu aufgenommenen Voice Datasets für das Thorsten Voice Projekt. Aber ich muss sagen, für den Trainingsstand finde ich den Sprachfluss und die Verständlichkeit doch schon angenehm. Würde mich freuen, wenn ihr
ein oder zwei Kommentare da lasst, ob ihr das ähnlich seht oder ja, wie eure Einschätzung ist. Ich spiele es nochmal vor. Es dauert lange, eine eigene Stimme zu entwickeln, aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich nie wieder still. Ja, dann nochmal ein zweites Beispiel. Die aktuelle Außentemperatur beträgt 12 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 38%. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich finde die Audioaufnahmen sich anzuhören immer deutlich aussagekräftiger als die Graphen versuchen zu interpretieren, weil da weiß man ja eigentlich schon, wie das Ergebnis ist. Ja, im Text-Tab sehe ich nochmal hier die Zusammenfassung der kompletten Konfiguration. Ja, das ist jetzt hier zum Beispiel auch unsere definierten Testsätze. Das ist jetzt hier mit Encoding hinterlegt, aber vom Prinzip sind das jetzt zum Beispiel hier die Sätze, die gesprochen wurden. Und das sind keine Sätze, wo die Originalaufnahmen vorhanden sind, sondern das sind ausschließlich Sätze, die per Modell synthetisiert wurden. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein ganz kurzer, schneller Abriss über die Modellkonfiguration, über das Starten des Modelltrainings, über einen Blick ins TensorBoard. Fragt in der Koki-Community nach, lest die Dokumentation und ihr werdet sicherlich Hilfe bekommen. Sollte das Video für euch hilfreich oder spannend gewesen sein, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Kanal-Abo oder über einen freundlichen, hilfreichen Kommentar. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.